Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge bei Rayman Legends im einfachen Bereich. Und heute kann ich es euch absolut empfehlen, diese Runde hier zu machen. Die 1292 Meter sind eigentlich echt wirklich einfach zum Erreichen. Und damit ihr es auch seht, zeige ich euch hier gleich meinen ersten Versuch, bei dem ich schon gleich die Goldmedaille bekommen habe. Und dann natürlich auch nochmal einen zweiten oder dritten war es. Wir schauen uns das Ganze einfach nochmal ganz kurz an. Hier am Anfang geht es einfach runter, wir können es uns sehr, sehr schön durchspringen lassen. Ja auch, es ist alles sehr, sehr weiträumig, keine besonderen Sachen, die irgendwie kommen. Hier auch durch, hier nicht zu weit am Rand, aber alles kein Problem. Hier den kleinen Windkanal, Gegenwindkanal, kennen wir auch schon alles. Hier den Bumper erreichen und dann das erste Seil hier. So, hier einmal runter. Und was soll ich zur heutigen Runde sagen? Es ist eigentlich, ja, man könnte es überschreiben unter der Smash-Runde, weil hier doch sehr, sehr häufig halt eben gerade solche Bereiche kommen, wo wir irgendwie zerquetscht oder zerdrückt werden. Und zusätzlich wieder ein ganzes Punkt Seile. Hier haben wir wieder unsere Augen. Hier renne ich einfach ganz schnell durch oder lasse mich ganz schnell durchfallen. Und dann, tangieren die mich eigentlich gar nicht großartig. So, hier weiter runter, wir haben schon die ersten 500 Meter. Hier zum richtigen Zeitpunkt das Seil wieder verlassen. Wir bekommen auch schon die 500 oder 600 Meter Pause. Jetzt kommen zweimal wieder Stampfer von oben. Hier der erste. Und dann gleich der nächste hier direkt im Anschluss. Was natürlich auch ein bisschen ganz arg witzig ist vom Zufallsgenerator. Und dann noch ein dritter Stampfer, das musste ja unbedingt sein. Und ein vierter noch von der Seite. Ja, alles auf einmal. Wenn dann haben wir schon richtig Spaß hier. So, es geht weiter nach unten. Hier kommt noch ein Stampfer, komm, wir hatten ja noch nicht genug. Muss ja alles schön da sein. Und dafür bekommen wir jetzt gleich die 800 Meter Pause. So, wir müssen noch 500 Meter schaffen. Das heißt, über die Hälfte haben wir eigentlich schon. Hier jetzt wieder ein bisschen Seilspiele. Erster Seil, zweiter Seil. Und hier wieder so ein Schließmuskel. Sehr schön. Der wird sich nicht verschließen. Hier können wir ganz langsam durch und mal wieder uns ein bisschen Ruhe gönnen sozusagen. So. Und wir haben die 1000 Meter erreicht. So, von der Taktik her kann ich eigentlich auch nur noch raten, ignoriert die Looms, soweit es geht. An ein paar Stellen sind sie wichtig, aber die meisten Stellen sind eigentlich recht unnötig. Wenn wir das sehen, dann wissen wir, hier kommt wieder so ein Rad. So, hier können wir auch. Die Looms ignorieren wir einfach. Wenn wir dies einsammeln würden, dann ja, würden wir einfach zu schnell durchgehen. Und das ist manchmal nicht gut. Hier schöne Grüße an die Kat oder Kurz, keine Ahnung. Hier einmal einen Schlag dazwischen machen, damit wir nicht drüben auf der linken Seite in den Dorn landen. Und schon kommen wir in den Dickdarm und wenn wir den geschafft haben, dann haben wir es eigentlich so gut wie. Genau, jetzt noch einmal hier durch. Hier orientieren wir uns einmal an den Looms. Und es sind noch 50 Meter, die schaffen wir auch noch. Hier am Windrad vorbei. Und jetzt in diesen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig in letzter Zeit. Jetzt hier auf den Bumper und da haut es mich genau dagegen. Also ihr seht, 1310 Meter, es geht eigentlich, es reicht für Gold. Allerdings ist es nicht ganz so viel, deswegen mache ich die ganze Runde jetzt einfach nochmal. Ich spule mal ein bisschen vor, bis wir wieder an der Stelle sind von gerade eben 300 Meter. Kennen wir alles schon, jetzt gleich kommen die ganzen Bumper hier wieder von der Seite. Da kommt noch die Pause. Erster Bumper, zweiter Bumper. Jetzt hier Seitenbumper. Hier einmal durch. Noch ein Bumper. Also echt eklig. So, und jetzt schauen wir uns die ganze Folge einfach nochmal ab dieser Stelle hier ein bisschen weiter an. Ja, sind ja gleich an der Stelle hier. Hier war das Rad. Jetzt hier durch. Die Seite, noch ein Rad. Hier den mit dem Schlag. Dann der Daumen. Und schon sind wir eigentlich fast an der Stelle, wo wir vorher verloren haben. Genau, hier ist sie. Wir gehen durch, aktivieren gleich wieder den Hubschrauber. Hier durch die beiden seitlichen. Dann kommt schon das nächste Windrad. Da gehen wir einmal an der Seite durch.
bekommen hier dieses Teil, das kennen wir auch schon, ganz eng direkt an der ersten Stelle, wo wir wieder abspringen können, springen wir ab und aktivieren unseren Hubschrauber. Hier bei dem habe ich ein bisschen sogar schon Angst, weil ich mir denke, gut, das hat mich beim ersten Mal getötet, dann wird es beim zweiten Mal wahrscheinlich genauso gemein werden. Und ja, die Regel hat sich eigentlich schon fast ergeben. Hier auch nochmal, gleiches Spiel jetzt diesmal von der anderen Seite, wieder aus Seil, ganz schnell wieder runter und direkt den Hubschrauber aktivieren. So, jetzt hier ganz eng durch. Den hier kennen wir auch. Kurzer Sprung und jetzt den letzten ganz, ganz weit nach oben. Und dann kommen wir hier auch schon weiter. Dafür bekommen wir auch schon mal eine Pause hier wieder. Gehen wir schön durch. So. Jetzt kommen hier wieder unsere Freunde. So, noch mehr Augen. Das heißt, ich mache ein bisschen Geschwindigkeit. Hier klappt es nicht ganz. Deswegen bleibe ich hinten im Schweif um ein. So, hier kommt schon das nächste. Und da nehme ich die Kurve zu weit. Ja, ihr seht's, aber heute kann man wirklich also das Ganze mitmachen. Es reicht sehr, sehr schön für einen schönen Platz. Ja, und ansonsten dürft ihr morgen gerne auch wieder weitermachen. Gebt noch ein Like, gebt einen Kommentar ab, wie es euch gefallen hat, beziehungsweise was ihr an welcher Stelle ein bisschen anders machen würdet oder wie viele Meter ihr geschafft habt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen dann zu einer neuen Runde. Ja, Rang 32, das reicht gut. Also, bis dann. Ciao, ciao.